Die Altmark, grüne Wiese mit Zukunft. Mit diesem Slogan werben die Altmärker für ihre Region. Und wie abwechslungsreich sie sich dabei gestaltet, davon konnten sich die Salzwedler und ihre Gäste am 21. März in der Geschäftsstelle Salzwedel der Industrie- und Handelskammer Magdeburg selbst ein Bild machen. Die Altmark kocht. Unter diesem Titel erwartete alle Gäste eine kulinarische Entdeckungstour durch den Norden Sachsen-Anhalts. Unter der Federführung von Manfred Hipeli fand diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem DEHOGA Sachsen-Anhalt und der IHK Magdeburg bereits zum 8. Mal statt. Auch in diesem Jahr zog sie zahlreiche Spitzenköche aus der ganzen Altmark an. Um bei so einer Vielfalt an Geschmäckern eine Linie in die Auswahl der Gerichte zu bringen, stand die Veranstaltung auch in diesem Jahr unter einem speziellen Motto: Genuss von der grünen Wiese. Und es wird für jeden die Aufgabe gestellt, dass er also regionale Produkte nehmen muss. Regionales Fleisch, Fisch, er kann ein bisschen verfeinern, er kann auch mal ein italienisches Gericht mit Zutaten aus der Altmark machen. Aber das Wichtigste ist, auf den Teller soll Altmark kommen. Regionale Produkte aus dem Norden von Sachsen-Anhalt. Auch Geschäftsstellenleiter André Rummel griff zur Schürze und mischte fleißig mit. Er unterstützte die 7 Köche, die angetreten waren, um die Gäste aus nah und fern mit ihren Kreationen zu überzeugen. Das ist das Rostbeef vom Pferd. Ein bisschen was anderes, um mal die Schweinefleischsorten ein bisschen runterzufahren, haben wir mal einfach mal versucht, mit Pferd zu arbeiten. Ein sehr, sehr sauberes, sehr ordentliches und eigentlich sehr gesundes Fleisch. Wird halt leider noch zu wenig verarbeitet und zu wenig angenommen von den Leuten. Lohnenswert war bei den Köchen auch ein Blick über die Schulter. Und wem das noch nicht reichte, der konnte sich im Gespräch Tipps abholen. Tipps kann man eigentlich wenig selten geben, aber ich kann Ihnen mal kurz erzählen, wie wir es gemacht haben. Eine klassische Mehlschwitze mit Butter und Mehl, den Spargelfond aufgießen, Weißwein dazu, Salz, etwas Zucker und ein bisschen Sahne, das Ganze einköcheln lassen, fertig. Und für den Bärlauchschaum kannst du nochmal Sahne, Bärlauch aufkochen, pürieren und entweder in so ein Gerät abfüllen, wenn man hat, oder kalt werden lassen und aufschlagen wie Sahne. Das gibt eigentlich keine weiteren Tricks dabei. Trotz oder gerade wegen des Veranstaltungstermins zur Mittagszeit nutzten viele Gäste und Unternehmer die Gelegenheit, sich von den Profis bekochen zu lassen. Auch die Salzwedler Bürgermeisterin Sabine Blümel war dabei, geschäftig auf der Kochseite. Sie war ebenfalls angetan von der Veranstaltung. Die finde ich sehr gut. Da kann die Altmark mal zeigen, was wir hier in der Altmark zu bieten haben, dass es hier auch kulinarische Vielfältigkeiten gibt. Und dass wir uns nicht verstecken brauchen, darum halte ich solche Veranstaltungen für sehr wichtig und deshalb bin ich auch da. Einmalig sollte dieses Event aber nicht sein. Am 11. April gastierte die Veranstaltung auch im Fischerhof Garns in Gardelegen und sorgte auch dort für kulinarische Höhepunkte. Und Baumkuchenspitzen.